Die ganze Insel steht bald unter meiner Kontrolle. Genau so ist es, Jungs und Mädels. Sie gehören. Ich habe dir. Wir. Wartet nur, bis ihr meine Pläne begreift. Ihr Fantasten. Es gibt einen Vorrat an Explosivgift im Kofferraum des Batmobils. Vielleicht brauche ich es. Harley hat das Auto zerstört. Sieht aus, als hätte es eine Rangelei gegeben. Ich muss die Gegend um das Batmobil absuchen. Da könnte ich einen Hinweis finden, wohin sie Gordon verschleppt hat. Merkwürdig, das ist Gordons Pfeife. Barbara hat sie ihm gegeben. Er würde sie niemals zurücklassen. Wild Country, Gordons Lieblingstabak. Gordon ist schlauer, als er aussieht. Er hat mir eine Spur hinterlassen, der ich folgen kann. Oracle, ich habe eine Pfeife gefunden. Darin sind die Initialen deines Vaters eingeschnitzt. Die habe ich ihm letztes Jahr zum Geburtstag geschenkt. Er würde sie niemals zurücklassen. Genau. Er hat mir eine Spur hinterlassen. Er lebt, Barbara. Sicherheitstüren sind verschlossen. Ich muss einen anderen Weg finden, um wieder auf Gordons Spur zu stoßen. Die Wand vor mir ist dünn genug. Mit dem Explosivgel kann ich nicht reden. Batman, was ist los? Die Verrückten bewegen sich auf das Medizingebäude zu. Und was macht Joker? Er versucht, die Insel Stück für Stück zu übernehmen. Sieht aus, als wäre das Medizingebäude sein nächstes Ziel. Ist jemand aus dem Gebäude entkommen? Ich sah, wie ein Doktor versuchte, rauszukommen. Er wurde zerrissen. Ins Wasser geworfen. Er hatte keine Chance. Sie warten hier. Ich bin gleich zurück. Lasst mich euch in eurem neuen Heim begrüßen. Hier in der Idiotenanstalt haben wir nur eine Regel. Ihr werdet uns niemals verlassen.
jemand die große böse Fledermaus gesehen? Er sieht vielleicht wie ein Idiot aus und er ist ein Idiot. Aber lasst euch nicht täuschen. Er ist wirklich ein Idiot. Gordon. Würdest du es nicht gern wissen? Ich bin hier drüben. Halt's Maul! Au! Du dumme Kuh! Harvey! Ah! Was macht er hier? Es ist zu früh! Tut mir leid, Süßer. Sei nicht sauer auf mich. Oh, du kleines Luder! Ich kann wie böse auf dich sein! Tut mir leid, Batman. Du musst einen anderen Weg finden. Ciao! Dieser Weg ist versperrt. Ich suche draußen nach einem anderen Weg hinein. Ich will, dass alle Ärzte zusammengetrieben werden. Such das ganze Medizingebäude ab! Ich meine das ernst. Durchsuch jeden Raum, jedes Büro und jeden Mülleimer. Wenn noch ein Arzt versucht zu fliehen und das Gebäude verlassen kann, dann habt ihr nicht so viel Glück. Ich flute das Gebäude einfach mit Lachgas und lasse euch da sterben. Obwohl, das klingt lustig. Das mache ich auf jeden Fall. Sei still und geh mit den anderen darunter. Bewegung! Okay, ich hab's gehört. Ich geh schon. Warum braucht er die Ärzte? Ich muss sie retten. Hör auf zu heulen oder ich zeig dir was, das dich wirklich aufregt. Ist soweit okay. Sie sind in Sicherheit.
ich weiß nicht, was passiert ist. Wir haben gerade unsere abendliche Runde gedreht, als auf einmal bewaffnete Gangster reinstürmten und uns als Geisel nahmen. War noch jemand bei Ihnen? Sie brachten jemanden in den Fahrstuhl. Ich weiß nicht wen. Offensichtlich wollten Sie nicht verfolgt werden. Der Fahrstuhl scheint abgestellt worden zu sein. Hier passiert Ihnen nichts. Wir schaffen das schon. Was ist mit den anderen? Wir haben Schüsse gehört. Sie könnten tot sein. Wir sollten hingehen und helfen. Oh, das habe ich vergessen. Dr. Kellerman war im Patientenuntersuchungsraum und Dr. Chen ist in den Operationssaal gegangen. Und Dr. Young ist zum Röntgen gegangen. Okay, bleiben Sie hier. Ich finde die anderen Ärzte. Batman hat uns gerettet. Ich habe nie an seine Existenz geglaubt. Ich hole euch da raus. Alles wird gut werden. Ein glücklicher Patient ist ein ruhiger Patient. Lassen Sie mich Ihnen die faszinierende Arbeit unserer neuen Forschungsleiterin Dr. Penelope Young präsentieren. Seit sie vor 2 Jahren zum Team beigetreten ist, ist Arkham einer der Vorreiter bei der Forschung zum Verständnis des Menschen. Also das ist doch ja. Herr Schier! Lass uns das beenden! Steht voll hinter der Sache. Alles wird wie eine Militäroperation geplant. Es gibt Freunde drinnen und draußen. Ich bin mir bewusst, dass dieser Job, wie du es nennst, Freunde erfordert. Was ich wissen will, ist, wieso du mich ausgewählt hast. Hat Joker speziell mich gemeint? Wieso lässt du mich nicht mit ihm reden? Wir können das sicher klären. Lady, ich muss dir nochmal sagen, ich werde dir wehtun. Verstanden? Halt endlich den Mund! Nein! Was ist los? Sie unterhielten sich, als ob sie alles unter Kontrolle hätten. Stimmt es, dass Joker ausgebrochen ist? Leider ja. Aber nicht lange. Ich habe monatelang an Jokers Fall gearbeitet, bevor er ausbrach. Der Anstaltsleiter sagte damals, dass er Jokers Heilung wolle. Schlechte Nachrichten werden seine Bürgermeisterkampagne beeinflussen. Das ist das Kleinste seiner... Gott, ich habe fast vergessen, dass Sie sagten, dass Sie durch die Einrichtung zogen, um die anderen Ärzte zu jagen. Keine Sorge, Doktor. Ich habe Sie zuerst gerettet und jetzt werde ich die anderen Räume durchsuchen. Warten Sie, da draußen ist es gefährlich. Da drin ist noch medizinisches Personal, das meine Hilfe braucht. Psychose an sich neurotoxisch ist und ob mögliche schädliche Veränderungen am Gehirn in einem Zusammenhang zu der Länge der psychotischen Episoden stehen. Das Projekt Titan erlaubt uns, die Fähigkeit des Einzelnen zu stärken, mit solchen Veränderungen umzugehen. Die ersten Ergebnisse waren vielversprechend. Aber erst nach Ankunft des Patienten X stiegen unsere Erwartungen. Patient X war der Katalysator, der zur vollständigen Annahme des Titan-Prozesses führte. Wir danken allen unseren Wohltätern für diese Gelegenheit. Der Wächter. Wir sind
Diese Hurensohn ist Cat. Es ist die Fledermaus! Eine große Ausfahrt. Alles erledigt. Ja. Die Fledermaus! Los, Batman! Cash, was ist passiert? Es gab einen Alarm im Medizingebäude. Ich habe Schreie gehört und fand den Doc auf dem Boden vor. Als ich ihm helfen wollte, wurde der Raum mit Gas geflutet. Die Türen wurden verriegelt. Ich weiß nicht, wie lange wir durchhalten. Wie mutig! Klatscht für Mr. Cash in die Hände! Er kann eine gebrauchen. Wenn ich rauskomme, wirst du dich totlachen. Immer locker, Kumpel. Ich mach doch nur einen Scherz. Ich kann's nicht erwarten, es dir heimzuzahlen. Lassen Sie's gut sein, Cash. Können Sie von drinnen das Ventilatorsystem steuern? Ich hab's versucht, es geht nicht. Er hat den Fernzugriff deaktiviert. Ich finde einen Weg. Wenn du das Gas aus dem Raum lässt.